Ich bin mit meiner Familie im Familienurlaub und versuche natürlich, soweit es geht, zu angeln. Ich bin hier an den Kanälen, Poldern und am Meer unterwegs. Hier ist es, wie man es wahrscheinlich schon hört, direkt am Meer unterwegs. Schauen, was da geht. Das war zu viel Wind, zu viel Wellen. Jetzt kommt die Sonne wieder raus, aber das war nichts. Mal sehen, was noch am Kanal oder am Polder geht. Ein paar Fische werde ich fangen. Oh, da ist der erste Fisch dran. Ein kleiner Zander. Okay, wieder kleiner. Oh, komm her. Jetzt ist wieder die Zuversicht ein bisschen mehr da. Ich bin echt froh, dass ich endlich mal Fisch gefangen habe. Hier ist der Kleine. Der geht jetzt wieder zurück. Am Kanal ging nichts mehr. Jetzt bin ich weitergefahren hier zum nächsten Spot. Ein paar Zuffer gab es schon auf diesen Köder, aber ich mache jetzt noch was Kleineres ran. Anscheinend ist der Köder immer noch zu groß. Jetzt gehe ich auf die kleinste Größe, die ich mit habe. Das muss auch jetzt Erfolg bringen.
auf den kleinen Köder. Damit hat es wieder geklappt. Der darf auch gleich wieder zurück. Ja, die Büsse bleiben jetzt aus. Ich gehe jetzt mal auf die andere Seite von der Brücke. Und da hängt der nächste. Auch dieser darf schnell wieder zurück. Irgendwie funktionieren nur die kleinen Gummis. Auf große hatte ich überhaupt keinen Erfolg. In der Abenddämmerung werde ich es jetzt nochmal auf Zander am Kanal versuchen. In den Gräben ging mit großen und kleinen Gummis dann auch gar nichts mehr. Was willst du von mir? Nein! Es war aber auch nur ein kleiner Zander. Ja, das war's jetzt für mich. Den einen Zander habe ich ja gerade eben noch verloren. Ich hoffe, man sieht es auf den Aufnahmen auf der GoPro. Ja, und für mich heißt es jetzt erstmal wieder ins Ferienhaus, Sachen packen und morgen früh geht's dann nach Hause. In den Niederlanden ist es ja immer schwer, einen neuen Spot zu finden. Man darf ja hier so gut wie überall angeln und das macht das Ganze schwierig. Ich schaue ja viel auf Google Maps, schaue mir die Spots an und fahre dahin. Oftmals ist es aber dann so, dass es auf Maps viel geiler aussieht, als es in Wirklichkeit ist. Also schreibt es mir mal in die Kommentare, wie ihr die Spots in den Niederlanden sucht. Das würde mich mal brennend interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auch ein Like, Kommentar und ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal.